hallihallo. Es ist wieder mal 3 nach 7 Zeit. Weinprobe Talk, die Kellershow der Kaiserstühler Winzergenossenschaften, meldet sich aus Oberbergen. Ich habe es wahrscheinlich in den vergangenen Folgen vermutlich auch schon mehrfach erwähnt. Vogtsburg ist die größte weinbautreibende Gemeinde in Baden. Und natürlich liegt es dann auch hier in Oberbergen auf der Hand, dass der Weinbau, die Weine insgesamt hier eine sehr große Rolle spielen. Das sieht man ganz gut, weil rund um uns wachsen natürlich die Reben, die gedeihen hervorragend und werden von den Oberbergener Winzerinnen und Winzern auch schon seit fast 100 Jahren hier bei der örtlichen Winzergenossenschaft abgeliefert. Im Keller kümmert sich dann das Kellerteam um die Vinifizierung und was da so alles abläuft, das möchte ich euch heute zeigen. Vorher habe ich aber noch ein paar Fragen und die kann mir der Erwin Vogel auf jeden Fall gut beantworten. Er ist der Geschäftsführer der WG Oberbergen und als wäre es abgesprochen, da kommt er gerade. Hallo Erwin, du kommst gerade im richtigen Moment. Hallo Petra, herzlich willkommen hier in Oberbergen. Ja, du, wir wollten einfach, bevor wir mit den Zuschauern in den Keller gehen, noch ein bisschen was über die WG erfahren. Zum Beispiel, wie groß ist sie denn? Ja, man sieht es ja schon im Gebäude. Wir sind tatsächlich nicht gerade eine kleine Winzergenossenschaft. Wir sind mit unseren rund 363 Hektar Rebfläche schon eine der größten hier am Kaiserstuhl und in Baden. Diese 360 Hektar werden immerhin von über 400 Winzern bewirtschaftet. Ja, jetzt habt ihr verschiedene Lagen, wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen nach Sorten sortiert. Oder wie kann man das einteilen? Ja, verschiedene Lagen, da pokerst du jetzt schon hoch, Petra. Wir haben natürlich außer unserer bekannten Lage noch die kleine Lage Pulverbuck. Das sind aber tatsächlich nur noch 4 Hektar groß. Das sind die kleinen Steilterrassen oberhalb vom Ort Oberbergen. Wir haben, seit wir mit der Nachbargemeinde Schelingen 1998 fusioniert haben, auch die Lage Schelinger Kirchberg bei uns noch im Portfolio. Das sind ungefähr 30 Hektar und der Rest von Schelingen gehört dann zu unserer bekannten Einzellage. Du hast schon erwähnt, es gibt eine bekannte Einzellage. Verrat uns noch, wie sie heißt. Ja, also wenn jeder, der durch Oberbergen fährt, der sieht eigentlich an vielen Häusern, von der Windfahne über Blumenbeete bis zu Stelen, die man überall sieht, ist unsere bekannte Einzellage, die Oberbergener Bassgeige. Ja, richtig. An der kommt man hier in Oberbergen wirklich nicht vorbei. Es gibt im Lee oben in der Weinbergslage dann wiederum eine, die ist, glaube ich, sogar nachts beleuchtet, oder? Die ist nachts beleuchtet, also die geht bei Dunkelheit an und hält dann so lange der Akku und lädt die dann beim nächsten Tag bei der Sonnenstrahlung wieder auf. Die brennt eigentlich dann immer nachts, ja, wird sie schön beleuchtet. Aber wie kommt es jetzt zu so einem Namen? Ich meine, Musikinstrument und Wein, ihr sagt zwar Musik für die Sinne. Ja. Es gab ja Anfang der 70er Jahre eine Weingesetzreform und da haben sich meine Vorgänger an den Tisch gesetzt und haben überlegt, wie können wir jetzt das Marketing, damals schon Marketingfachleute, wirklich voranbringen. Man ist dann auf diesen Lagenname Bassgeige gekommen, weil Bassgeige hat man sonst nirgends gefunden. Das gibt es also wirklich nur in Oberbergen. Ich habe hier mal, weil das oft gefragt werde, so ein Panoramabild von der vom Ursprungsgewand Bassgeige. Und grün umrahmt hat tatsächlich dieses Gewand von der Straßenführung her die Form einer großen Bassgeige. Ja, das ist natürlich beeindruckend und sofort erkennbar auf jeden Fall. So kann man es gut erklären. Wir haben heute eine ganz tolle Auswahl von euch in dem 3-nach-7 Paket. Und da würde ich jetzt direkt auch mal in den Verkaufsraum gehen. Da wartet der Thomas Knab, euer zweiter Kellermeister, auf mich. Und vielen, vielen Dank für die Erklärungen. Und dir und euch natürlich viel Spaß bei der Weinprobe. Dankeschön. Wir haben tatsächlich ein sehr breites Portfolio zusammengestellt, vom Qualitätswein über unsere Top-Lage Bassgeige, aber auch ein Sekt ist mit dabei. Viel, viel Spaß, Petra. Dankeschön. So,
So, jetzt sind wir hier also im Verkaufsraum der Winzergenossenschaft Oberbergen und der zweite Kellermeister Thomas Knaap ist auch schon hier. Haben Sie dich jetzt aus dem Holz fast rausgeholt? Ja, ich bin ungern rausgekommen, Petra. Hallo erst einmal. Es riecht so gut im Rotweinfass und fällt mir jetzt echt schwer, hier rüber zu kommen. Ja klar, dein Arbeitsbereich ist natürlich normalerweise unten im Keller. Und hier oben ist ja in der Regel, also zumindest zwischen März und Oktober immer, kann man schon sagen, die Hölle los. Hier kommen sehr viele und kaufen den Wein ein. Ihr habt ein sehr, sehr großes Sortiment. Da ist ja wirklich von bis alles dabei. Also was denn so der Schwerpunkt? Ich vermute ja die Burgunder. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ein klassischer Weißweinbetrieb, 70% Weißweinerzeugung, 30% Spätburgunder für Rotwein und Roséweine. Geil, das ist typisch. Natürlich machen wir auch perlige Sachen, die wir nachher noch dann probieren. Ja, also ich denke, man sollte mit einer gewissen Vorstellung vielleicht mal herkommen und sich mal durchprobieren, aber euer Personal ist geschult. Das heißt, man könnte durchaus auch mal was entdecken, was man vielleicht noch nicht so kennt, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben kleine, individuell ausgebaute Weingebinde, also die auch praktisch wenige hundert Liter noch haben, bis auch zum größten Weingebinde. Und da findet man oft dann Spezialitäten aus kleinen Weinbergslagen, wie dem Schellinger Kirchberg oder aus den alten Reblagen der Oberbergner Bassgeige. Oder gerade die älteren Reben werden auch mal in kleinen Mengen vinifiziert. Also das sind dann fast schon Geheimtipps, oder? Das sind Geheimtipps, ja. Ihr habt ja für das 3 nach 7 Paket auch eine sehr besondere Auswahl getroffen. Wir starten, denke ich, mit einem Sekt, weil ich könnte mir vorstellen, dass die Zuschauer zu Hause jetzt schon neugierig sind, was da auf uns zukommt. Und von mir aus können wir anfangen. Gerne. Ja, Peter, ich darf dir den Grauburgunder-Sekt vorstellen. Er stammt aus den Lagen rund um Altvogtsburg. Hier gehen die Reben fast bis auf 400 Meter Höhe. Das sind die höchsten Reblagen des inneren Kaiserstuhls. Die kalte Luft vom Vogelsangpass fließt herunter ins Tal und die Traube kühlt somit nachts ab. Wir haben wohl hier maximal 80 bis 82 Grad Öxle für den Sektgrundwein. Und später wird er auf der Sektflasche nochmal angereicht, zur zweiten Gärung. Und dann sind wir nachher letztendlich bei 12,5 Volumenprozent, also eine Erhöhung von 1,5 Volumenprozent. Und dann reift er ja natürlich auf der Flasche dann ca. 2 Jahre, bis dann später von der Hefe dekochiert wird. Jetzt machen wir die Flasche gleich auf. Ich bin so gespannt auf diesen Sekt. Natürlich auch schon als Grauburgunder eine klassische Sektsorte. Ja. Aus der Ruhländer Weinrebe gekeltert, ganz klar, badisches Synonym grauer Burgunder, ist die graubraune Burgundersorte. Es gibt sehr reife, kräftige Sektgrundweine. Ui, da ist gut Druck auf der Flasche, oder? Ja, also mindestens 4,5 bis 5 Bar Kohlensäuredruck sind auf der Sektflasche. Ja. So. Man sieht schön im Glas, gell? Oh. Ja. Typisch für den Grauburgunder, gell? Die schöne Farbe, ein kräftiges Gelb mit goldenem Schimmer. Das ist typisch für die Rebsorte. Dann im Bouquet hat er so eine typische Aromen nach Kaiserschüler Äpfeln. Auch ein bisschen Süßbirne riecht man. Dann sieht man schön die Perlage im Glas, also die Kohlensäurebläschen steigen auf. Und dann, wenn man den Sekt schmeckt, gell? Also ist sehr erfrischend im Gaumen und natürlich hat er einen angenehmen Körper zum Trinken. Petra, zum Wohl. Sehr zum Wohl und ich muss sagen, ich habe ihn direkt schon in der Nase gehabt, als du jetzt eingeschenkt hast. Also er ist ganz cremig auch auf dem Gaumen. Das kommt ja vermutlich auch durch diese vielen kleinen Perlen, durch diese lange Hefelagerung. Hefelagerung, genau. Mhm. Ja, richtig. Ich glaube, dass das jetzt nicht nur ein Aperitif sein muss, sondern dass man den auch mal, während man ein schönes Essen serviert, mit dazu ausschenken kann. Mhm. Ja, gerade weil er einen kräftigen Körper hat, passt es sehr gut auch zu den Speisen. Ja, und vielleicht mit einer guten Soße dazu aus der Küche. Oh, ja, das Ganze sicherlich abrunde. Ja, als nächstes freue ich mich natürlich noch auf 2 Weine, die in dem 3 nach 7 Paket aus der Winzergenossenschaft Oberbergen enthalten sind. Und die stellt mir dann aber der Wolfgang Schupp vor. Und damit ich mich im Keller nicht verlaufe, hat er gesagt, er holt mich unten am Tor ab. Klasse. Also Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung des Sekts. Und natürlich weiterhin eine gute Hand im Keller und viel Spaß in den Fässern. Vielen Dank, Petra. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Tschüss. Hallo Petra, herzlich willkommen.
Ja, hallo Wolfgang, das ist jetzt gut, dass du hier auf mich wartest, weil es ist ja gar nicht so einfach, sich im Keller zurechtzufinden, oder? Ja, deshalb bin ich hier, möchte dir den Weg zeigen. Ich öffne jetzt hier die Türe. Da gibt es einen spannenden Tunnel unter der Straße durch, den wir hier jetzt starten. Ja, super. Jetzt wird es spannend. Ja, ich habe es vorher schon mal erwähnt, die WG wird ja schon 100 Jahre alt, bald. Ja, die wurde 1924 gegründet. Und hier haben wir verschiedene Tafeln, wo die Geschichte praktisch auch erklärt wird. Hier in dem Tunnel, wo wir jetzt durchgehen. So, hier siehst du unsere Böden, Vulkanverwitterungsgestein und Lößboden. Ja, prima. An so Objekten kann man sich dann auch richtig vorstellen, wie es im Rebberg aussieht, gell? Ja, hier haben wir auch alte Maschinen aus den Anfangjahren. Die waren 1924 im Einsatz. Sehr viel Handarbeit damals, also schon Körpereinsatz gefragt. Ja, das sieht richtig mühsam aus. Kein Vergleich zu heute, oder? Wo kommen wir denn als nächstes hin? Jetzt gehen wir in den Barrikeller. Oh, da freue ich mich drauf. So, wir kommen jetzt in unser Barrikeller. Hier sind wir jetzt haben wir die Probe bereitgestellt, Rivana BL. Rivana ist auch Müller-Thurgau. Müller-Thurgau ist eine sehr vielfältige Sorte, vom normalen Qualitätswein bis hin zur Auslese, Bärenauslese, gar Trockenbärenauslese. Und hier haben wir was Besonderes mal probiert mit Müller-Thurgau, einen sehr, sehr kräftigen Müller-Thurgau, der im Barrique vergoren wurde und im Barrique ausgebaut wurde. So, jetzt probieren wir einfach den 2018er. Ja, kommen wir direkt zur Sache. Also Peter, siehst du hier schon eine wunderschöne goldene Farbe. Das kommt auch vom reifen Traubengut und Ausbau im Barrique des Rivaners, also sehr ungewöhnlich für einen Rivaner, im Barrique ausgebaut. Ein langes Feinhefelager im Barrique, der 2019er liegt jetzt noch auf der Feinhefe. Und hier haben wir jetzt den 2018er Rivaner BL. BL steht für beste Lage oder Berglangeneck, das sind die Kleinterrassen, wo wir separate Linie praktisch hier ausbauen. Und das sind dann auch eine ausgesuchte Zahl von Winzern, die euch das haben? Das ist hier praktisch nur ein Winzer, den wir aussuchen. Mhm. Und der macht das jedes Jahr, Ertragsreduzierung. Und bringt praktisch, ja, das gibt zwei, drei, vier Barrikfässer, also eine kleine Menge auch nur. Mhm. Hier haben wir praktisch so tropische Früchte. Ja, und sehr, sehr reif. Reife Äpfel, ein bisschen Zitrus. Mhm. So ganz, ganz leichter Holzton. Und leichte Holzunterlegung, aber nicht zu vordringend, sondern schön eingebunden. Also gerade wenn du sagst, der lagert so lange im Barrique, dann verwundert das jetzt eher. Ja, aber gut, weil der Wein schon praktisch im Barrique vergoren wurde, sind diese Holzaromen sehr gut eingebunden. Jetzt probieren wir mal, zum Wohle. Zum Wohl. Im Geschmack widerspiegelt sich diese Holzaromatik, aber sehr zart. Ja. Sie ist da, es gibt ein bisschen Spiel. Und sehr cremig und sehr körperreich. Ja, absolut. Also das ist ja wirklich, ich sage jetzt mal, eine komplette Überraschung. Das war es auch gedacht, weil es ist sehr ungewöhnlich, einen Müller-Thurgau oder Rivaner so auszubauen. Es gibt Müller-Thurgau, klar, vom normalen, einfachen Wein bis hier hoch zur Bärenauslese. Sowas findet man aber recht selten. Und es war auch das Ziel, Müller-Thurgau mal zeigen, was die Sorte auch so bringen kann. Wenn du jetzt noch magst, können wir gerne aus dem Fass, den 2019er, den wir nächste Woche dann abfüllen. Das sind jetzt leider die letzten Flaschen fast. Ist fast ausgetrunken. Können wir aus dem Barrique noch eine Probe ziehen, wenn du magst. Also muss ich sagen, wäre ich schon sehr neugierig. Das können zwar leider die Zuschauer zu Hause nicht nachvollziehen, aber sie haben ja jetzt einen Vorgeschmack. Und wenn wir dann noch rausfinden, worin er sich unterscheidet, macht es vielleicht auch Lust, mal herzukommen und sich die Flasche vom Jahrgang 2019 zu holen.
Und so eine Probe aus dem Fass ist ja auch eine besondere Gelegenheit, die möchte ich mir nicht entgehen lassen. Der lagert jetzt immer noch auf der Feinhefe. Dankeschön. Das praktisch ja alle zwei Wochen ist es noch leicht trüb, das ist noch leichter Hefeanteil. Da wird dann so alle zwei Wochen wird die Hefe immer wieder aufgerührt, dass es sehr lange in Kontakt ist mit der Weinhefe, dass wir hier schöne Cremigkeit auch reinbekommen. Und er unterscheidet sich, du hast ihn ja bestimmt schon probiert. Wir haben ihn schon probiert, ja, aber jetzt probieren wir ihn jetzt, weil da gibt es ja ständige Veränderungen. Auch hier so schöne Exotik, auch hier schon dieses Röstaroma, leichte Holzaromatik hier in der Nase, spürst du hier schon deutlich. Ja, also die markanten Merkmale sind auf jeden Fall schon vorhanden. Das ist wieder ähnlich praktisch, wirkt jetzt natürlich noch jugendlicher ein bisschen wie der 2018er. Aber sonst von Nase ähnliche Exotik. Der wurde auch spontan vergoren, das heißt mit der traubeneigenen Hefe. Hier im Barrik praktisch auch vergoren. Ja. Er ist toll, also er ist auf jeden Fall trinkreif, würde ich jetzt mal für mich beurteilen. Aber wir kommen ja auch noch zu einem dritten Wein. Wir kommen noch zu einem dritten Wein. Dazu gehen wir jetzt in unser Holzfasskeller. Genau, ich wollte nämlich schon sagen, eigentlich habt ihr ja auch große Holzfässer. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber du zeigst mir jetzt, wo ich die sind. Ich zeig dir die jetzt, ja. Schön. Gut. So, Peter, hier kommen wir jetzt in unser Holzfasskeller. Hier haben wir verschiedene auch Schnitzereien. 50 Jahre, 75 Jahre, dann 90 Jahre. Ah, da kommt ja jetzt bald wieder eins dazu, oder? Ja, klar, wie vorher schon besprochen, in 3 Jahren. Da müssen wir jetzt demnächst ein Fass bestellen, ja. Sodass wir dann zum 100-Jährigen wieder eins schnitzen lassen. Mhm. Ja. Aber es lagert auch was drin. Es lagert hauptsächlich Rotweine drin, aber auch Weißweine und auch Rosé zum Teil. Okay, Rosé, Rosé hast du haben wir hier? Jetzt ja gerade hier hingestellt. Ja. Das Rebstück Rosé, das ist eine neue Weinlinie. Da gibt es Rebstück Weiß, Rebstück Rosé und Rebstück Rot. Mhm. Wir probieren heute den Rebstück Rosé. Der lagerte auch hier im großen Holzfass bis zur Abfüllung dann. Ah, verstehe. Du hast jetzt gesagt, es gibt 3 verschiedene. Das ist ein Spätburgunder. Das ist ein Spätburgunder, ja. Der wurde praktisch von ausgesuchten Winzern, das ist auch der Name Rebstück. Die Trauben wurden nur leicht angepresst, also freier Saftablauf. Und einmal die eine Pressung, also nur eine Druckstufe, sodass wir nur ganz helle Roséfarben haben. Das Etikett erschließt sich jetzt mir aus dem, was du erzählt hast. Das sieht aus wie eine Rebenlandschaft von oben und da genau ist eine so kleine ist Markierung. Das heißt, das steht für das Rebstück. Das ist so gedacht, aus, ja. aus den Terrassen. Ja. Das ist clever, ja. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt mal den sehr gern. Mhm. Rosé. Ist ja auch so ein typischer Frühlings-Sommerwein. Ein Rosé ist allein von der Farbe her schon, oh, wenn ich das so sehe. Oh ja, man sieht ganz gut dieser etwas blassere Rosé-Ton. Das ist ein also blassere Rosé, also schon, geht schon also richtig hell eigentlich schon. Also wir könnten auch hier aus dem Spätburgunder sogar auch einen Weißwein erzielen. Mhm. Das heißt, das Pinot Noir, Blanc de Noir, das wäre ein Weißwein aus Rotweintrauben. Ja. Und hier wollten wir eigentlich nur eine ganz zarte, leichte Roséfarbe. Ja. Aber jetzt riechen wir mal hier rein. Mhm. Da kommt ja doch schon so Erdbeer, so Himbeerdüfte, so leicht entgegen. Ja. Sehr fruchtige Variante. Mmh. Allein in der Nase schon ein richtiger Genuss. Ein Früchtekorb oder auch als ja. sozusagen, ja? Stimmt, Früchtekorb, das trifft's. Mhm. Geschmacklich ist er sehr abgerundet, klar durch die feinherbe Art. Ein bisschen Restsüße, also nicht ganz trocken gehalten. Aber er wirkt trotzdem sehr spritzig, sehr süffig, sehr fein. Es ist halt doch eine gute Harmonie insgesamt. Hat eigentlich auch eine kräftige Säure, die ist aber durch die Süße so praktisch wieder gut eingebunden. Mhm. Aber dadurch wirkt er nicht ganz so süß. Ja, ich wiederhole mich in den Folgen eigentlich immer, weil ich gleich nach dem Essen frage. Ich finde es ganz wichtig, dass man auch Komponenten dazu findet.
Ein Rosé ist ja auch so ein Klassiker zu, ich sage mal, frühlingshaften Speisen, vielleicht auch mal sogar ein Fischgericht. Sehr gut zum Fisch sogar, würde ich sagen, ja. Ja, obwohl man eigentlich immer gesagt hat, Weißwein zum Fisch, aber ich glaube, das ist überholt, oder? Das würde dann sehr gut passen. Auch zu, klar, im Sommer alleine genießen oder zum frischen Salat oder so abends auf der Terrasse. Mhm. Kann man den wirklich schön genießen. Wolfgang, das war eine wahnsinnig interessante Probe. Der Rivana, wie gesagt, hat mich total überrascht. Wir haben mit dem Sekt auch einen ganz tollen Starter gehabt. Und jetzt der Rosé ist für mich persönlich jetzt auch ein neuer. Seit wann habt ihr den im Sortiment? Das ist jetzt knappes halbes Jahr, dreiviertel Jahr, sowas, ja. Ah. Ist ja jetzt im Verkauf. Dachte schon, ich hätte da was verpasst. Nee, ist noch nicht allzu lang. Ja, also da kann man ja unsere Zuschauer nur animieren, dass sie dann mal zur WG Oberbergen kommen, sich auch andere Spezialitäten mal einschenken lassen. Und in diesem Sinne, vielen Dank. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Ich bedanke mich, dass du hier warst und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, es hat mit einem Sekt, wie gesagt, ganz toll begonnen. Wir haben mit dem Rivana eine tolle Probe gehabt und jetzt zum Abschluss nochmal den Rosé aus der Kollektion Rebstück. Kommen Sie vorbei, probieren Sie einfach alles nochmal hier, bestellen Sie das Paket gerne auch nochmal nach und schauen Sie sich auch die anderen Folgen unserer 3 nach 7 Kellershow nochmal an. Sie werden einige Überraschungen dabei erleben und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Vergnügen mit den Kaiserstühler Weinen aus den Winzergenossenschaften und bis mal wieder.